Gut, dann gehen wir mal hier drüben weiter. Ich weiß noch, dass mir das Level nicht gefallen hat, weil hinter jeder Ecke irgendwo einer gelauert hat. Aber gut, das ist ja irgendwie in jedem Level eigentlich so hier, ne? Na, mein Freund, greifst du mich auch an? Hallo? Nee, nein, sieht nicht so aus. Gnade, bring mich bitte. Gnade, mein Herr, Gnade! Lasst Gnade walten, ich bin ein Unwürdiger. Es steht mir nicht zu, eure Entscheidungen zu hinterfragen. Ja, was auch immer. So, gut, hier ist nichts. Dann können wir jetzt eigentlich mal... Ja, komm, dann steige ich wieder ein. Die Karre sieht ja noch gut aus. Der ist noch gut, das geht noch. Eckhart, ich glaube, die Russen sind da. So, falls das noch jemand kennt, Werner, ich weiß ja nicht, inwiefern das noch so geläufig ist. Ich glaube, ich habe Schlagseite, so ein bisschen nach rechts. Ich könnte einen Platten haben. So, wir fahren einfach mal durch und schauen, ob jemand auf uns schießt. Sieht aber irgendwie gerade nicht so aus, ne? Ja, wir haben den Platten. Jetzt bin ich mir sicher. So, dann machen wir mal gleich hier drüben hin. Denn ich nehme an, die werden den per Luftschiff nach Europa befördern. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, ach, das ist doch Shit hier mit der Karre. So, schauen wir mal. Kommen wir hier rein? Nee, doll, ist bloß aufgemalt, die Tür. Ich nehme an, hier kommen wir auch nicht rein. Ach, ist zu, super. Andere Seite vermutlich auch. Hey, welche Überraschung! Okay, da hinten ist bloß noch freie Fläche, da ist nichts Interessantes. Dann müssen wir wohl hier vorne in die Air School gehen. Nehme ich mal so an. Dann rüste ich aber dann, ja gut, ich bleibe erstmal beim Colt. Solange wir hier noch auf freiem Felde sind und auf Entfernungen schießen müssen, wenn jemand kommt. Aber sobald ich drin bin, nehme ich dann mal die gute, alte, abgesägte Schrotflinte. Denn die macht einfach am meisten BAMS! Oh, ich höre es schon. Wo? Wo? Hier drüben? Nee. Hä? Aber da stehen Autos rum. Oh ja, da ist einer. Aber von wo aus hat er gerade auf mich geschossen? Beziehungsweise wer hat auf mich geschossen? Hm. Ja, wer weiß. So, wir verstecken uns mal hier. What? Wo? Sind wir ein Heckenschütze sozusagen? Hahaha. Ich sehe niemanden. Wo denn? Trau dich, komm raus. Boah, das klang näher. Ach, willst du mich denn verarschen? Ach, jetzt komm schon. Ich will nur ordentlich zielen, Mensch. Ich bin so schlecht im... Ich krieg das nicht hin irgendwie gerade. Ja, das scheint getroffen zu haben. Aber näher ran will ich auch nicht unbedingt. Wenn es dann doch ein bisschen zu kritisch ist. Da ist ja ringsrum keine Versteckfläche mehr. Ja. Jawohl, ja, das war's für den. Da hat der Heckenschütze den Scharfschützen ausgeschaltet. So. Und weiter im Text. Hier vorne war auch noch einer irgendwo. Das hatte ich vorhin noch gesehen. Hier drüben? Nee. Der, ich glaube, der steht hier drüben beim Parkplatz mit. Ich gehe mal von der anderen Seite aus rum. Und hol mir den von da aus. Wieso steht hier kanadischer Whisky rum? Ich dachte, wir sind noch in Zeiten der Prohibition. So, wir zielen schon mal so.
Na klar. Nee. Ja, kommt schon. Jetzt habt euch mal nicht so hier. What the fuck? Ja, ist klar. So, das war's für den ersten. Und der zweite Kandidat. Der steht noch. Alle herkommen, schnell. So, das war's auch für den. Hast du hier noch was drin in deiner Thompson? Jawohl, 46 Schuss, sehr schön. Mein Leben sieht allerdings weniger schön aus, muss ich zugeben. So, ordentlich zielen. Sind ja aber auch alle ganz schön gut ausgerüstet, muss ich sagen. Ich krieg's nicht hin. Jawohl, ich krieg's doch hin. So, dann nehmen wir uns den noch vor. Ja. Sehr gut. Was? Ach. Ah nein. Wollt ihr mich verarschen? Das war Frank. Oh nein, oh nein, oh nein, nein. Was steht da dort einfach so rum? Seid ihr bescheuert? Ah, dieser Bulle, der ist auch hier bescheuert. Da, da steht... Das ist doch dumm. Ah, wie bescheuert ist das denn? Ja, schieß ein bisschen in die Wand, das ist okay. Mann, jetzt hat es mir gerade voll die Maus verzogen hier. Ja, beweg deinen verfluchten Arsch mal aus dem Weg hier vorne, Mensch. Ach, hier ist zu. Toll. Ist drüben offen? Nee. So, aber den erstmal weg. Wow. Lass mich bitte leben. So. Der nächste ohne Fahrkarte, bitte. Bring mich nicht um. Schön, schön, schön. So, und jetzt noch den Thompson-Mann. Okay, naja, 93 ist okay, denke ich. So, Frank rennt und wir rennen gleich hinterher, nachdem wir hier ein bisschen Muni wieder eingesammelt haben. Lass mich bitte leben. Lalalala, halt doch mal die Fresse, Mensch. Ach, gehen die mir auf den Keks. Ah, ich habe manchmal echt Lust, hier ein bisschen um mich zu schießen. Das ist... Gerade du, du nervst. Sag ich doch. Wie spät haben wir es denn? Kurz nach 3:30. So. Nehmen wir das mal mit. Okidoki. Okidoki, um es mal mit Ned Flanders zu sagen. So, wir verkriechen uns wieder hinter der Hecke. Das klappt gut, finde ich. Das mit dem Zielen klappt allerdings immer noch weniger gut. Ach, das war ja keiner. Das war ja bloß hier. Das war ja bloß ein Passant. Ich erinnere mich. Hier, gehen wir da lang. Genau. Und halten wir mal das Auto auf. Los, da lang. Nöt, nöt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, raus da. Und ich leih mir mal dein Wägelchen. Was zum Teufel geht da vor? Ich leih mir mal ihr Wägelchen. Alles Wölkchen. Wo ist denn der jetzt hin? Ach, hier. So, zack, einmal aufs Korn genommen. Und weiter geht's im Text hier. So, wo sind die alle hier?
Hallöchen! Ich bin der neue Hausmeister. So. Einmal durchgefahren, dass sie mir vielleicht jetzt folgen oder aus ihren Löchern rausgekrochen sind, ihre Deckung verlassen haben. Ah, hier vorne ist doch... Ach nein, das ist auch bloß wieder der Typ. Mich nervt das mit den Passanten hier. Die sehen doch genauso aus wie die anderen. Außer, dass sie keine Waffen haben. Und sich ständig ducken. So, einen sehe ich zumindest. Na, immerhin. Pam, der ist ja nicht mal... Der hat ja nicht mal versucht auszuweichen. Der wollte doch sterben. So. Bisschen aufgeräumt hier. Und jetzt noch hier mal drüber. So, ausgestiegen. So, das war's auch für dich, mein Freund. So, da kommen wir jetzt mal. Ich hoffe mal, diesmal haben die ja auch ein bisschen Muni dabei. So. Naja, nicht so wirklich. Ich stehe total beschissen. So. Naja, gut, es ging ja. Das ging ja noch. Hier, nimm doch mal. So, wunderbar. Ach komm, da scheiß mir auf die 4 Schuss. Und laden gleich nach. Aber 31 Schuss. Das klingt doch ganz gut eigentlich, finde ich. So, wieder rein in die Karre. Das klappt gut mit dem Auto, finde ich. Würde ich sonst in keiner anderen Gelegenheit, zu keiner anderen Gelegenheit fahren, so ein Auto, aber in dem Falle ist das mal in Ordnung, finde ich. So, ich weiß nicht, ob das so schlau ist hier gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pam. Lass mal den weg. So, haben wir zumindest einen weniger schon mal. So, oben sitzt noch der Scharfschütze. So, dann parken wir das Auto mal. Komm, das passt schon. So, jetzt erstmal den Scharfschützen irgendwie wegkriegen da oben. Ich hoffe mal, die anderen kommen jetzt nicht herausgekrochen und jagen mich. Das wäre sau uncool. Wo bist du, mein Freund? Da bist du. Jawohl, das war gut. Und da ist er schon, der Erste. Ja, schön. Ich komme ganz gut durch gerade, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich habe zwar jetzt wieder bloß 68 Leben, aber das geht noch. Nimm noch mal. Hallo. Ach, hat er die ganze Zeit bloß die Leiche untersucht. So, 9 Schuss wieder weggeworfen, das ist in Ordnung. Dafür haben wir jetzt ein volles Magazin. Sehr schön, sehr schön. So, da steht einer. Na komm. So, haben wir den schon mal beseitigt. Das ist gut. Jawohl. In Ordnung, in Ordnung. So, diesmal werde ich nicht den Fehler machen und Frank erschießen. Nimm mal, nimm mal. Danke. So, ich weiß aber nicht, ob da noch einer ist. Ich gehe mal lieber außen rum. So, und dann schauen wir mal. Ist hier noch einer? Nö. Ich gehe trotzdem mal ganz außen rum. Man weiß ja nie. So, ich hoffe mal, diesmal kriegen wir das hin, oder? Ich glaube, das, also diesmal sieht es ja mit dem Leben auch ein bisschen besser aus als beim letzten Mal. Da ist bloß noch Frank. Gut. Na, Frankie, wie sieht's denn aus mit uns? Das nehmen wir noch mit. Tom. Frank, der Don schickt mich. Und du weißt warum. Ich weiß warum. Ich weiß. Was ist nur aus dir geworden? Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas passieren würde.
Warum zum Teufel hast du das getan? Tom, ich konnte nicht so weitermachen. Zu viele Männer sind in der letzten Zeit gestorben. Ich halte das nicht mehr aus. Früher war der Don ein anderer Mensch. Vielleicht werde ich einfach zu alt. Tom, das hier ist ein Krieg und ich will nicht mehr kämpfen. Ich habe ein Kind und ich dachte, ich fände endlich ein wenig Frieden. Hättest du das nicht auch anders machen können? Du hättest uns nicht ausliefern müssen. Sie wollten mich haben und ich musste aufgeben. Die haben meine Frau und meine Tochter, Tom. Und wenn ich ihnen die Bücher nicht gebe, töten sie sie. Früher haben wir solche Dinge wie Männer erledigt. Du, Sam und Paulie, ihr würdet sie schon rausholen. Aber das Risiko ist diesmal zu groß. Ich will sie nicht verlieren, Tom. Ich kann ohne sie nicht leben. Sie sagen, wenn ich tue, was sie wollen, lassen sie sie frei und schicken uns nach Europa, wo wir neu beginnen können. Bullen? Die Bullen erpressen dich und wollen deine Familie töten? Seit Paulie und du diesen jungen Billy getötet habt, arbeiten die Bullen und Morello Hand in Hand. Der Stadtrat, der Vater des Jungen, hat sein Amt nur dank Morello. Morello wollte mich zum Reden bringen und die Polizei würde dann den Don erledigen. Dann hätten beide Seiten erreicht, was sie wollten. Ich schätze, die Situation hat sich etwas geändert. Wo sind die Bücher, Frank? Ich habe sie nicht, Tom. Du hast sie ihnen bereits gegeben? Nein, nein, Tom. Ich sage dir, wo sie sind, wenn du meine Frau und meine Tochter zurückbringst. Wir sollten hier am Flughafen warten, also müssen sie hier in der Nähe festhalten. Töte mich danach, wenn du willst. Sorge nur dafür, dass sie lebend die Stadt verlassen. Gut, aber du musst mir zuerst diese Bücher zurückgeben, Frank. Sorry, aber die sind für den Fall, dass du lügst. Okay.